Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindfaction. Und heute sind wir wieder ganz auf uns allein gestellt. Schon wieder. Eigentlich wollte ich vorher mit Atlas aufnehmen, aber irgendwie habe ich es dann verpasst, beziehungsweise verplant. Ich glaube, der hat vorhin einen Livestream gemacht, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Wir bauen heute ein bisschen an unserem kleinen Mäuerchen weiter. Wow. Wer hat denn hier fleißig Bäume gefällt? Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ich meine, gepflanzt. What the? Warum? Braucht doch keine Sau. Egal, wir bauen weiter. Und ich brauche unbedingt was zu essen. Ich brauche was zu essen, was zu essen, was zu essen. Zack. Jetzt sollten wir uns ein bisschen mehr organisieren. Moment, ich habe doch das letzte Mal da... Das Portal darf nicht zugebaut, manipuliert werden. Warum nicht? Das ist doch nur ein Selbstschutz. Wenn man so gut ist. So. Gut, wir bauen jetzt hier mal weiter. Habe ich das letzte Mal diesen Dreckstumpen gebaut? Ich glaube schon. Ich weiß einfach selber nicht mehr, was ich das letzte Mal gemacht habe. Vor allem, weil das ja auch schon so lange her ist. Nicht. So, okay. Reicht mir das? Ich will vielleicht den Bogen sogar ein bisschen größer machen, aber der passt so eigentlich am besten. Moment, wir könnten die Straße ein bisschen breiter machen, damit es wirklich besser so passt. Dass man da direkt durchlaufen kann. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Zack, zack. Oh, stimmt. Habe ich überhaupt genug Platz im Inventar? Ich habe nicht überhaupt keinen Platz im Inventar. Dann hier Blume, 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 da Blume. Und dann werden wir mal unser Inventarchen ein bisschen leeren. Hat sich eigentlich sonst irgendwas getan in der letzten Zeit? Was ist in der letzten Zeit? Seit gestern? Aber ich glaube, ich sehe gerade keinen sichtlichen Unterschied. Aber das juckt uns jetzt mal nicht. Wir werden erstmal unser Inventar leeren. So weit, so gut. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Oh, wir hätten sogar noch 22 Äpfel gehabt. Das habe ich irgendwie verplant, beziehungsweise einfach übersehen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Halt, wir könnten uns ein bisschen Erfahrung gönnen. So, und dann bauen wir mal hier weiter. Okay, auf den Baum muss ich ja auch direkt fällen. Der versperrt mir ja sowieso die Sicht. Ich hoffe, da kommt keiner auf die Idee, dann gleich im nächsten Moment gleich wieder den nächsten Baum zu pflanzen. Weil Dschungel schön und gut, aber zu viele Bäume sind dann auch nicht so geil in der Stadt. So, da haben wir ganz normalen Cobblestone benutzt, so wie es ausschaut. Halt. Dann verbreiten wir mal hier ein bisschen die Straße. Gut, dass wir so eine geile... Okay, unsere Schaufel ist direkt ein bisschen zu gut. Da komme ich gar nicht klar. So. Gut. Geh weg. Husch. Ksch. Nee. So. Das gefällt mir gleich viel besser. Dann müssen wir nur hier auch noch den Berg abtragen. Zu einem gewissen Maße zumindest. Das muss ich auch wegmachen. Das können wir ja woanders aufstellen. Moment mal. Ach verdammt. Den muss ich ja dann neu eingeben. Okay, dann mache ich ihn lieber gleich weg. Weil ich einfach mal zu faul bin, um den neuen, um den Spruch nochmal neu einzugeben. Ja, ja, ich bin ein fauler Maki. So. Wo ist mein Cobblestone? Da ist mein Cobblestone. Perfekt. Und klatschen wir das hier wieder auch hin.
Passt, passt, passt. So, ich kratze mal kurz am Öhrchen. Dann können wir jetzt mit unserer Mauer weitermachen. Warum hat da jemand genau da? Warum genau da ein... Ups. Ein Baum gepflanzt. Der passt da so gar nicht rein. Und den werde ich jetzt auch wieder abfällen. Weil er steht mir einfach komplett im Weg da. Das taugt mir überhaupt nicht. Und das geht schon nicht klar, meine Freunde. Nein, nein. So, dort. Zu blöd, um aufzubauen. So, weiter geht's. Zack. Ich hoffe mal, wie hoch ist denn der eigentlich? Ich habe es von unten gar nicht gesehen. Meine Güte, meine Güte. Gut, fertig. So. Und dann wieder nach unten. Unsere Schaufel ist echt super. Aber die ist schon fast verbraucht. Das ist nicht so super. Hat da jemand zugebaut? Hä? Was ist hier passiert? Was zum Teufel? Ach, wir ignorieren das jetzt einfach und bauen weiter. Obwohl ich nicht verstehe, was das soll. Warum da jemand das Restaurant von Craft Gunner den Eingang zumindest zugebaut hat. Oh, und es wird dunkel, scheinbar. So. Und dann müssen wir nochmal schauen, was wir da für eine Tür einsetzen. Ah, geh weg. Und wir müssen unbedingt noch ausleuchten, ordentlich. Vor allem hier auch noch. Davor der Mauer. Dass da nicht da direkt irgendwelche Viecher spawnen. Und da könnten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen ausleuchten. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Oh, da hinten ist eine Höhle. Oder sowas in der Art. So, da. Und ich laufe fast ins Lava rein. Das will ich aber nicht. So, was ist denn hier so hell? Oh, noch mehr Lava. Und wer ist da gestorben? Wer ist da gestorben? Ich brauche nur gerade mal meine Pickaxe. Okay, das ist wieder verbuggt, die Anzeige. Oh, hi. Geht es Ihnen denn so, Mr. Zombie? Mr. Villager Zombie? Geil. Ich habe einfach mal die Orientierung verloren. Okay, bloß nicht reinfallen. Und da könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen das Ganze begradigen, dass wir hier so ein... Hey, das mache ich jetzt. Das passt zwar jetzt eigentlich gar nicht so in das rein, was ich gerade die Folge machen wollte, aber das mache ich jetzt. Einfach, weil ich es kann. So, 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 so. Okay, dann brauche ich aber Jungle Wood. Und davon habe ich leider nicht mehr allzu viel. Aber, oh. Da bediene ich mich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich nehme da jetzt keinem sein Zeug weg. Hä, wieso ist denn das heller? Moment, ist das kein Jungle Wood? Oh. Hellbark Wood Plank. What the fuck? Hellbark Wood... Hä? Was ist denn das für ein Baum? Ist das von diesen Great Woods? Nee. Oder? Hellbark... The fuck? Moment, das probieren wir jetzt mal kurz aus. Nee, ganz offensichtlich nicht. Okay, Hellbark, 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 Hellbark? Hellbark Wood. Okay, das sieht ziemlich dünkel aus. Und dünkel sieht es aus. Da können wir gleich mal schauen, ob wir vielleicht drüben nochmal was haben. Oh Gott, ich sehe schon wieder, ich komme in der Folge einfach mal zu gar nichts. Oder zumindest nicht zu dem, wo ich ursprünglich hin wollte. Greatwood Log, Akazienholz, vielleicht oben nochmal, oh, ich sollte mal was essen. Ich sollte etwas essen, so, da.
Nope. Und nope. Nope, nope, nope. Mist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich will denn. Will doch jetzt nur so ein Holz. Bloodwood. Nee. Blutholz, was du auf den Namen. Hellbark. Da hätten wir zwei auf jeden Fall. Das reicht aber nicht. Wo hat denn der das her? Palmholz. Nö. 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 Sprucewood. Nö. Da habe ich schon nachgeschaut. Eriks Pupsbude. Ja, geil. Okay, ja, das heißt ja nicht, dass ich mich hier bedienen darf. Auch wenn das eine Pupsbude ist. Ich muss mir echt auch bald eine Bude bauen. Das ist, kann so nicht weitergehen. Und wir klatschen da jetzt gleich nochmal zwei fancy Lanterns hin. Weil die sind so fancy. Und dann schauen wir mal vielleicht dahinter unserer Bude, hinter unserer Stadt, ob wir da vielleicht so ein bisschen Hellbark-Gedöns herstellen können. Was heißt herstellen? Holzen können, abholzen können. Hallo. Das ist normales Holz. Moment, es ist so dunkel gewesen. Genau, vielleicht das hier. Okay, das ist Sprucewood. Okay, dann baue ich jetzt gleich mal den ganzen Baum ab. Nicht, dass der hier so halb abgefällt in der Gegend rumsteht. Na toll. Jetzt darf ich mich natürlich erstmal nach oben basteln. Geh weg! Ist da oben noch was? Ich sehe das gar nicht. Da ist es schon dunkel. Okay, da ist noch Holz. Oh Gott, da geht's noch weiter. Oh nein. Leute, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich denke mir so, ja, okay, hier. Wenn dann schon ganz abholzen. Ich suche mir natürlich den größten Berg. Den größten Baum aus. Klar. Wie sollte es auch einer sein? Typisch. Und da unten ist es irgendein Zombie. Alter, wie fett ist der Baum? So, jetzt aber wieder ganz schnell nach unten. Jetzt habe ich direkt sogar zu viel abgebaut. Was ist denn das da für ein... Ey! Dreiste Sau. Das ist schon wieder Sprucewood, oder? Mist. Gleich wieder hinklatschen. Es würde sowas gehen. Moment, jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Der ist Hellbarkwood. Ich weiß gar nicht, steht der eigentlich so normal in der Gegend rum? Ah, das könnte sein. Moment mal. Hä? Was war das gerade für ein Holz? Hä? Ach, das ist auch schon der Sprucewood. Okay. Okay, okay, das ist normales Holz. Das ist wahrscheinlich auch wieder Sprucewood, oder? Ja, das schaut zumindest so aus. Wo kriegt man denn das her? Das kann doch nicht wahr sein. Da bin ich schon im Wald und ich finde den richtigen Baum nicht. Klingt komisch, ist auch so. Das nervt mich jetzt. Das nervt mich. Das bringt mich total von meinem Plan ab. Moment, ist das auch Sprucewood? Ja, das ist auch Sprucewood. Der einzige Unterschied eigentlich vom Äußerlichen her. Moment, jetzt gerade mal so daneben hinklatschen. Obwohl, nee. Dieses Hellbark Wood ist etwas heller und es hat ein helleres Innenteil. Na klar. Sprucewood, wie sollte es auch anders sein? Ja, geil. Hey, waren aber auch schon mal öfters, schon mal mehr Zombies. Ich schau mal auf der anderen Seite von der Stadt. Hey, es wird schon wieder hell. Okay. Ja, ich glaube, die haben einfach so viel Respekt vor uns. Weil wir inzwischen so aufgepimpt sind. Da wagt sich kein Zombie und Creeper mehr an uns heran.
Was ist das für Holz? Ist das auch Spruce Wood? Verdammt, das ist sowieso... Mist, okay, das darf ich auf jeden Fall nicht abbauen. Das ist ja unser Baum, der... Was ist das? Der unsere Batcave, den Eingang zu unserer Batcave verdeckt. Was ist das da oben für ein Baum? Überall so Baumproben nehmen, einfach so, oh, was ist das für ein Baum? Mal ausprobieren. Schmeckt gut. Okay, das ist Maple Wood. The fuck? Ernsthaft? Nein. Ist doch jetzt nicht dasselbe gewesen, oder? What? Warum ändert das die Farbe? Warum zum Fick ändert das die Farbe? Abbauen. Weg damit. Das geht nicht in meinen Kopf, also weg damit. Ich finde jetzt echt dieses doofe Holz nicht, damit das einheitlich ausschaut. Ich will aber, dass das einheitlich ausschaut. Wo hat der nur das Holz her? Wo hat er das nur her? Was ist denn das hier eigentlich für ein Holz? Ist das ganz normales? Jetzt habe ich gedacht, da wäre ein Creeper gespawnt. Okay, das ist normales. Also auch wieder dieses Spruce Wood. Ah, das ist doof, das ist doof. Moment, wie viel hätten wir denn theoretisch noch von denen? Wenn wir jetzt... Da haben wir da noch 8 Stück. Klatsche ich jetzt einfach nochmal hin. Nee. Nee, das wäre Schwachsinn, jetzt da unterschiedlich farbige Bäume hin zu klatschen. So Planks. Von dem her, ja, da schaue ich mir das einfach bis zur nächsten Folge, schaue ich mal, wo da sowas rumsteht, beziehungsweise wo der Craftgar... Moment. Craftgar das her hat, aber wartet mal. Ah ne, das ist auch schon wieder normale... Verdammt! Schaut aber hier echt geil aus, muss ich sagen. Also das hat er echt fein hier angelegt. Wer denn doch hier nur mal sowas, so ein Hellbug Wood? Das würde ich wirklich feiern. Aber gut, kann man nichts machen. Dann bauen wir jetzt nebenbei einfach nochmal die letzten paar Minütchen. Oh, ich könnte was essen. An unserer Mauer weiter. Damit wir heute wenigstens etwas geschafft haben. Hui. So, auf geht's. Zack, 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 zack. Das machen wir am besten so hoch wie... Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Das schaut ja dann... Da haben wir dann voll die Löcher in der Mauer. Okay, das muss ich mir jetzt gleich mal anschauen, wie es ausschaut. Jetzt baue ich das nur kurz fertig. Dann bauen wir das so hoch, wie der Torbogen eben ist. Moment, haben wir nicht noch... Alter, wir haben echt nicht noch mehr von den Teilen da dabei. Wie... Oh Mann, ich bin ein Idiot. Ich hätte ja auch schauen können, ob wir irgendwo Seeds vielleicht für solche Bäume haben. Okay, und ich brauche sowieso gerade diesen gebrannten Stein. Stimmt, ich hätte auch bei uns in der Batcave nachschauen können. Vielleicht gibt es ja da auch noch irgendwelche Holzteile. Ja, geil. So. Greatwood. Ich habe Zombie gehört. Wieso habe ich einen Zombie gehört? Egal. Habt ihr das gehört? und dann kommt von irgendwo ein Zombie. Äff mich nicht nach, du Sau. Jetzt knurrt er mich an. Wo bist du überhaupt? Trau dich raus. Ach, du bist da unten bestimmt irgendwo gespawnt. Irgendwo da unten bei dem Mechanismus. Kannst du ruhig weiterknurren, das ist mir sowas von egal. Nee, aber hier sind keine Saplings. Jungle Sapling, nein. Kriegt man das aus den Apfelbäumen? Nee, oder? Moment. Was haben denn die Apfelbäume für einen Stamm, für eine Stammfarbe? Also wenn das jetzt...
das Holz ist, dann lache ich. Ja, aber das schaut aus wie ganz normales Holz. Das ist auch ein ganz normales Oakwood, oder? Moment nochmal. Ja, das ist ganz normales Oakwood. Okay, ist gerade schon jemand... Oh, nicht so rum hin. Wachse, Bäumchen, wachse. Gott, hier kommen wir jetzt wieder rauf. Nein! Verdammt! Oh! Und, Freunde, bevor ich jetzt hier geschwind weiterbaue, müssen wir die Folge beenden, weil ich sehe gerade, wir sind am Ende angekommen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!